liebe Zuschauer, Gold hat tatsächlich neue Rekordhöhen erklommen. Wie kam es dazu? Wie sieht es bei den anderen Edelmetallen aus? Und vor allem, wie könnte es dann natürlich auch noch weitergehen? Viele spannende Fragen. Ich hoffe, ein paar Antworten darauf zu bekommen. Ich begrüße jetzt ganz herzlich mir telefonisch zugeschaltet Christoph Eibel, den CEO von Tiberius Asset Management. Herr Eibel, schön, dass Sie es geschafft haben heute. Jetzt haben wir uns Gold schon die ganze Zeit angeguckt. Da war die letzte Zeit immer die Frage, wann schafft es Gold über die alten Rekordstände? Jetzt hat Gold es geschafft. Wo sehen Sie vor allem die Gründe? Ja, ich glaube, den meisten Marktteilnehmern ist irgendwo klar, dass diese Masse an Kapital, die durch die Zentralbanken in den Markt geschossen wurde, hinterfragen sollen, was überhaupt Geld noch an Wert hat und welche Assets überhaupt gehalten werden sollten, um Wertsicherheit in den Portfolios beizubehalten. Und insoweit ist Gold hier ein ganz klassisches Beispiel wieder mal für den rettenden Anker, für das Safety Asset im Portfolio, um dadurch am Endeffekt die Stabilität zu erreichen, die beispielsweise durch Bondpapiere oder Zinspapiere oder vielleicht auch Währungspositionen nicht mehr gewährt werden kann. Also so viel zum Gold und seinem jüngsten Sprung, aber auch Silber ist ja zuletzt dann doch wieder sehr gut gelaufen. Eine ganze Weile war das so im Schatten des großen Bruders, hat jetzt aber zuletzt auch ordentlich aufgeholt. Woran lag das hier? Ja, Silber ist super spannend. Silber ist ein weitaus kleinerer Markt als Gold und wir hatten eigentlich vor 2-3 Monaten hatten wir das Gold-Silber-Ratio wirklich negativ von über 100, 120 sogar im Hoch. Und mit der Bewegung sind wir im Gold-Silber-Ratio wieder weit unter die 100 gekommen. Das ist sicherlich eine Konsequenz von Volumen, die in ETFs akkumuliert wurden. Der Markt ist knapp auf der Silberseite. Es gibt viele neue technologische Anwendungen, in denen Silber eventuell relevant wird in der Medizintechnik und Photovoltaik. Und insoweit hat man hier nicht nur eine technische Anwendung, die hier als Fantasie gespielt wird, sondern natürlich auch für alle diejenigen, die Stabilität und die den rettenden Anker suchen sozusagen, ist das Silber deutlich günstiger als Gold und wird einfach gekauft. Und man darf einfach nicht vergessen, der Silbermarkt ist substanziell kleiner als der Goldmarkt. Das heißt, hier gab es letzte Woche eine Verlautbarung von einem größeren kanadischen Spieler, der sagt, er wird über 1 Milliarde allokieren in den Silbermarkt und das treibt den Preis nach oben. Und das Interessante ist, wenn einmal diese gesamte Welle antritt und auch sich in Bewegung setzt, dann scheint die sehr schwer aufzuhalten. Und ich glaube, dass sich hier der ein oder andere sehr schwer überlegt, ob man bei 24, 25 Dollar im Silber überhaupt eine Short-Position eingehen kann. Und in der Konsequenz glauben wir, dass wir in beiden Metallen weitere Hochwellen werden. Also das hört sich ja sehr optimistisch an. Sie sagen schon, es wird neue, weitere Hochs geben. Das ist natürlich die nächste Frage. Wie weit kann denn diese Edelmetallhosse noch gehen? Ja, wenn ich das wüsste, das wird sicherlich niemand beantworten können, zumindest in dem entsprechenden Zeitrahmen. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass aktuell nichts dagegen spricht, dass in den nächsten Wochen deutlich über die 2000 gehen. Hätte ich selbst nicht gedacht, muss ich fairerweise sagen. Wir waren vor nur mal einem Monat, waren wir ungefähr 200 Dollar tiefer im Gold. Und 200 Dollar im Gold, das ist eine Bewegung, das sind fast 12-13%. Das sind nicht alltägliche Bewegungen. Was man aber einfach nicht vergessen darf, ist, wenn einmal Momentum im Markt ist, dann ist es schwer aufzuhalten. Und insoweit muss ich auch hier meine Position leicht korrigieren. Und ich dachte, dass wir die 2000 vielleicht zum Jahresende sehen. Ich gehe doch eher davon aus, wir sind gerade mal 50, 60 Dollar weg von den 2000. Das kann innerhalb von einem Tag passieren. Also hat selbst Sie überrascht? Wie hat sich jetzt generell diese Entwicklung bei Ihnen in Ihrem Fonds bemerkbar gemacht? Also wir haben in unserem Tiberius Gold- und Metallaktienfonds, haben wir seit den Tiefs im März, haben wir mittlerweile über 100% Performance hingelegt. Und das ist ja für eine Phase von März bis Juli, das ist eine beeindruckende Bewegung. Natürlich hatten wir auch davor eine Abverkaufsphase durch die Corona-Krise. Aber mit diesen Goldpreisen, Silberpreisen, wir haben auch etliche Silberpositionen im Portfolio, ist es relativ einfach, dass der Fonds nochmal Sprünge macht, die ähnlich der in der Vergangenheit sind. Und ich glaube, dass man mit einem Goldportfolio in dem aktuellen Marktumfeld einfach viel besser bedient ist, aufgrund der Tatsache, dass so viele Fragezeichen in Bezug auf Währungen, auf
Geldströme, Kapitalflüsse durch Zentralbanken, geopolitische Risiken, die wirklich immanent sind. Da muss man einfach auch sich im Klaren sein, mit welchen Positionen sichere ich auch mein Vermögen ab. Und das erkennen viele Investoren und dementsprechend allokieren sie in Gold oder Goldfonds oder auch physisches Gold. Und wie gehen Sie jetzt weiter vor? Also inwiefern werden Sie jetzt Ihre Strategie dementsprechend anpassen, da jetzt eben Gold und Silber so gut gelaufen sind? Also wir sind weiterhin fast voll investiert. Wir bleiben zunächst weiterhin voll investiert, weil wir sehen jetzt keinen Grund, die Position zu reduzieren und Gewinne mitzunehmen. Wir sind, die Masse der Positionen sind in den größeren Spielern, Mid-Size-Playern. Wir überlegen, sollte es zu einem Abverkauf kommen, zum kurzfristigen Abverkauf, dann würden wir doch klar weiter allokieren und vielleicht sogar eher in die kleineren Spieler, zumindest einen Bruchteil des Portfolios in Junior Explorers und Ähnliches investieren, um einfach das Beta, den Beta-Leverage mitzunehmen in weiteren Marktbewegungen. Ja, und dann schauen wir nächste Woche, wie es dann auch weitergegangen ist bei den Edelmetallen. Für den Moment, Herr Eipel, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Gerne doch. Ja, liebe Zuschauer, soweit unser Blick auf Gold und Silber. Ziemlich gut gelaufen, wäre fast noch untertrieben, was bei den Edelmetallen in der letzten Zeit so los war. Die spannende Frage ist dann natürlich immer, was geht da noch? Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.